Hello, the next talk will be in German. If you would like to listen to it in English, speakfreelingo.org is your friend. Für alle anderen, der folgende Vortrag ist auf Deutsch. Ihr könnt im Zweifel eine englischsprachige Übersetzung hören auf c3lingo.org. Und in jedem Falle, falls ihr Input habt für die Lightning Talks, meldet euch doch bitte. Wir suchen noch Teilnehmer für die Lightning Talks, sowohl heute als auch am Tag 4. Hier geht es jetzt weiter mit einem der Fortsetzung des Talks vom Erklärhai. Sie wird weiter an ihren Kristallen und an den Flummis arbeiten. Und in diesem Sinne wünsche ich allen viel Vergnügen. Willkommen. Dankeschön, lieber Harald. Erst wollte ich kurz präsentieren, was über Nacht geschehen ist bei unseren Einhörnern, die wir gestern Abend präsentiert haben. Da sind die Kristalle gewachsen und wie man vielleicht schon versucht, das mal zu demonstrieren, sie sind sehr bröselig und weich aktuell. Ich hoffe, sie hätten noch ein bisschen aus. Aktuell haben sie eine Konsistenz von, ich würde sagen, Puderzucker oder Mehl. Man sieht auch schön, wie sie sich hier in meiner Handfläche verreiben lassen. So viel zum Thema, was diese Nacht passiert ist bei den Einhörnern. Dann hatte ich gestern noch den Ring des Saturns angefangen. Der ist über Nacht ausgehärtet. Den kann man jetzt vorsichtig aus dieser Form lösen. Und er hat unten eine total glatte Oberfläche. Und ist ein bisschen wie ein Gummiband zu ziehen. Aber relativ stabil. Seit gestern Abend kamen dann Anfragen, ob ich neben zwei normalen Schichtflummis auch mal Flummis, die eventuell dem Logo dieser Bühne näher kommen. Deswegen haben wir hier nochmal ein neues Set. Ich habe auch nochmal neue Informationen rausgesucht zu den Bestandteilen. Für Leute, die gestern nicht da waren, es handelt sich um einen Experimentierkasten. Hier ist eine Anleitung drin, die immer damit anfängt, was Eltern zu beachten haben. Dann eine Anleitung, wie man solche Flummis herstellt. Da ich es gestern schon erfolgreich gemacht habe, hoffe ich heute nicht so sehr in die Anleitung schauen zu müssen. Aber ich lege sie mir schon mal bereit. Zusätzlich ist in diesem Experimentierset wieder die Kristalle bzw. die Polyvinylalkohole drin. Also hauptsächlich Polyvinylalkohol. Drin zwei Becher, die ich von gestern auch noch rausgestellt hatte, um die Flummis hinter in ein Wasserbad zu schwenken. Ich mache sie einfach schon mal auf. Nochmal zwei, jeweils ein Set zweier Halbschalen, die man ganz am Anfang des Versuchs erstmal zusammensteckt. Das ist immer ein bisschen hakelig. Die stelle ich mal zu den Halbschalen von gestern, zu den verwendeten. Kannst du mal erklären, warum du den Versuch wiederholst? Erstens, weil gestern nicht ganz reibungslos funktioniert hat. Man hat erstens gesehen, dieser Flummi hat hier unten eine Platte drin. Zweitens werde ich diesmal versuchen, keine Schichtflummis herzustellen, sondern mit einer Marmorierung. Das heißt, das Farbmischverhältnis der Kristalle wird ein anderes sein. Und ich werde auch versuchen, einen dünneren Ring zu züchten, damit der flexibler wird als dieser dicke. Das war ein bisschen zu dick gestern. Und auch schon mal die Petrischale für gleich. Und eine zweite Pimpette. Dazu habe ich auch noch heute neue Informationen zu den Bestandteilen, weil ich bin gestern auf einen Bestandteil dieser Kristallmischung nicht eingegangen, nämlich auf das Propylenglykol, was da drin ist. Das ist auch ein sehr interessanter Stoff, habe ich diese Nacht gelernt. Es hat die Summenformel C3H8O2, also drei Kohlenstoffatome, acht Wasserstoffatome und
zwei Sauerstoffatome. Ich öffne nebenbei hier die Packung. Das heißt, es handelt sich auch um eine, wie gestern schon, um eine Alkoholkette. Und dieser Stoff, wenn man nebenbei auf dem Speckzettel guckt, ist eine hygroskopische Flüssigkeit. Ich hoffe, C3Lingo verzeiht es mir. Und das ist eigentlich eines der wichtigen Stoffe hier drin, weil das sorgt dafür, dass das Wasser aus der Umgebung, beziehungsweise Stoff ist eigentlich dafür da, um Luftfeuchtigkeit aus der Umgebung zu binden. Das heißt, dass Polyglycol, was da drin ist, ist die Substanz, die dafür sorgt, dass das Wasser, das wir es gestern eingelegt haben, an das Kristall gebunden wird. Das ist quasi ein Bindemittel. Genauso wie gestern lege ich mir hier noch die Farben sehr schön raus, damit wir es gleich griffbereit haben. Als Hinweis, dieses Polyglycinglycol ist ein von der FDA zugelassenes Lebens- und Kosmetikstoff. Man merkt, wir arbeiten hier fast nur mit Stoffen, die man auch essen könnte. Die WHO empfiehlt eine Maximaldosis von 25 Milligramm pro Kilogramm, wenn man es wirklich essen sollte. Ich ziehe mir aber diesmal Handschuhe an, weil das letzte Mal war es eine klebrige Angelegenheit und diesmal bin ich vorbereitet. Die toxische Dosis liegt bei 0,5 bis 5 Gramm pro Kilogramm bei Menschen. Was wirst du damit jetzt tun? Was wirst du damit jetzt tun? Ich werde jetzt diese Kristalle, ich werde mir jetzt das blaue und das gelbe Kristall raussuchen und versuchen, damit den marmorierten Planet unseres Logos nachzustellen. Und dann werde ich das genauso wie gestern in die Becher hier mit destilliertem Wasser füllen und dann in dem Wasserbad erwärmen. Deswegen schneide ich vorsichtig diese Beutelchen auf. Was ein bisschen hakelig immer ist. Ich fange jetzt langsam mit Blau an. Tu nur ein bisschen Blau unten als Boden rein. Ich versuche das jetzt mit Gelb zu schichten. Also nicht zu schichten und irgendwie jetzt gucken, dass das Gelbe mehr zum Rand geht. Darin dann wieder etwas Blaues. Bis das Gelbe bedeckt ist, wieder was Gelbes. Also deutlich feiner als gestern, das durchzumarmorieren. Du mischst jetzt, damit du weniger diesen Schichteffekt hast. Richtig, dass es wirklich marmoriert ist statt geschichtet. Also fein wie eine Marmorplatte, die man zu Hause in der Küche liegen hat. Oder genauso fein marmoriert wie im berühmten Marmorkuchen. Nur, dass ich hier nicht wie beim Marmorkuchen mit einer Gabel die Marmorierung durchziehen kann, sondern ich das durch Schichten der beiden Farben erstelle. Und meine Gabel quasi das Schütteln ist, damit die gelben dann immer an den Rand gehen. Das ist eine doch sehr aufwendige Arbeit. Wo man sich ein bisschen konzentrieren muss. Ich bin gerade froh, dass ich zum Glück dieses Experiment hier gleich nicht wegräumen muss.
Man sollte zu Hause, wenn man diese Experimente zu Hause nachmacht, sollte man genauso wie hier etwas unterlegen. Wenn man das auf der guten weißen Tischdecke, die hier drunter liegt, direkt machen würde, könnten die Eltern zu Hause oder die Freundin, die man zu Hause hat oder wen auch immer man, wessen Tischdecke man gerade verwendet, wenn es der eigene ist, doch ein bisschen fluchen, weil die Kristalle können auch abfärben und die Tischdecke entsprechend ruinieren. Du unterstellst also, dass niemand auf die Idee käme, das bei sich selbst zu machen. Ich unterstelle damit, dass ich hoffe, dass die Leute, die das zu Hause jetzt nachmachen, nicht die schöne weiße Weihnachtstischdecke für Ewigzeiten ihrer Großeltern ruinieren. So. Und das Wasser kocht auch schon neben mir. Ich habe hier nebenbei Wasser zum Kochen gebracht. Normales Leitungswasser, was als Wasserbad dient. Soll. Und werde jetzt meine berühmte Flasche destilliertes Wasser rausholen. Es hier in diesen. Ich werde diesen Melter da hier vorstellen, damit ich sehe, wie voll ich ihn machen muss. Werde jetzt hier ungefähr. Bisschen weniger als die Höhe der Kugel, weil wenn ich die Kugel reinstelle, wird da natürlich Wasser verdreckt. Und ich will ja nicht, dass es die ganze Zeit nur oben auch oben einfließt. Ich werde jetzt diese Kugel hier rein versenken und dann das, dieses Wasser erhitzen und kurz noch die Kugel ein bisschen schwenken. Wenn das jetzt langsam warm wird, mache ich noch eine zweite Kugel fertig. Diesmal vielleicht andersrum, gelber Planet mit blauen Marmorierung. Dann passt das auch mit der Menge. Man sieht auch langsam, das Wasser kocht sehr schön. Auch da bitte, wenn ihr das zu Hause nachmacht, Kochplatten sind warm, heißes Wasser ist warm. Passt da ein bisschen auf, wenn ihr das mit euren Kindern macht, passt da noch mehr auf. Und immer nur unter Beobachtung reinsetzen, weil man merkt, der Becher wackelt schon da drin ein bisschen. Und wenn er umkippt, wäre das nicht so gut, weil dann würde der Flummi jetzt in das Normalleitungswasser umkippen. Und im Normalleitungswasser sind ja auch Salze, also Kristalle drin. Sollte das da jetzt drin bleiben? Sollte man da mal auf die Uhr gucken? So 3 Minuten circa. Die typischen 3 Bühnenminuten. Das ist gut, das Blau ist jetzt leer. Deswegen fülle ich das jetzt mit Gelb auf. Noch ein bisschen. Also wer das zu Hause nachmacht, dem würde ich einen Trichter dafür empfehlen. Gut so. Nochmal fürs zweite mein berühmtes destilliertes Wasser. Im Übrigen, es kam gestern die Frage auf, woher man destilliertes Wasser nehmen kann und ob man auch Kondenswasser aus einem Kondenswassertrockner nehmen kann. Ja, man kann auch das Wasser aus einem Wäschetrockner nehmen. Man sollte natürlich dieses Gefäß dann vorher vielleicht mal ausgespült haben, weil bei manchen Haushalten, wenn man das nicht regelmäßig auswäscht, der Behälter, dann sammelt sich dort auch unerwünschte Stoffe an, die natürlich das Wasser, was dann darin aufgefangen wird, verunreinigen. Ich stell den Behälter schon mal rein, dann wird das Wasser warm. Dreh es ein bisschen.
Das hier müsste langsam fertig sein. Ich lasse es gerade noch eine Minute. Falls ihr auch hier Fragen habt zu den Experimenten, ich werde am letzten Tag all eure Fragen versuchen zu beantworten. Vielleicht auch schon zwischenzeitlich, wenn ich eine schnelle und einfache Antwort auf diese Fragen finde. Ein paar 3 Minuten. Das waren jetzt 3 Minuten 25 Sekunden. Gut. Nebenbei, wer Fragen stellen möchte, die typischen Hashtags, damit die aufschlagen, auf Twitter, auf Mastodon oder im IRC. Das lasse ich jetzt hier abkühlen. Das andere lasse ich gerade noch kochen. Das ist das die berühmte Wartezeit, die wir ein bisschen überbrücken werden müssen. Ich habe auch zu dem Alkohol gestern, also das, woraus dieses Material zu 99,4% besteht, dem Polyvinylalkohol, das ist ein Stoff, ich habe nachgeschaut, den kann man im Internet in Großbünde kaufen, also auch gerne mehrere Kilo problemlos, so wie das Internet das sagt. Weil es ist eigentlich auch ein sehr vielseitiger Stoff, also der, das Hauptbestandteil, aus dem dieser Flummi besteht, wird auch als Barriereschicht für die Kohlensäure in PET-Flaschen eingewendet, damit die Kohlensäure die PET-Flasche nicht angreift, wird das quasi als Barriereschicht, falls ihr Wasser mal aus Flaschen, PET-Flaschen getrunken habt. Es ist auch als Leimungsmittel in der Papierherstellung wird das verwendet, als Leimersatz. Es ist auch als Kunstdampf für Würstchen zugelassen und eingesetzt. Das heißt, wer mal eine Wurst im Kunstdampf isst, ist dasselbe Produkt, woraus dieses Kristall hier zu 99,4% besteht. Und es ist als wasserlösliches Material für die Stützstrukturen im 3D-Druck wird es verwendet. Das heißt, wer 3D-Druck zu Hause betreibt, wird mit diesem Material mal in Verbindung gekommen sein. Und da der Herald mich gerade erinnert, habe ich ja noch dieses letzte, den zweiten Ring, den ich vorbereiten kann. Ich versuche ihn diesmal so dünn wie möglich zu machen. Mal nur in leuchtendem Gelb. Ich hoffe, mein Herald erinnert mich, wann ich das jetzt rausnehmen muss, nebenbei. 1,5 Minuten hast du noch. Verteile das hier nochmal gleichmäßig an den Rand. Und obwohl alle Bestandteile dieses Kristalls hier, bis auf den Farbstoff, weil der wird leider in der Leitung nicht genau deklariert, welchen Farbstoff sie nehmen, aber vermutlich auch zugelassen sind als Lebensmittel, nehme ich trotzdem Handschuhe, einfach nur damit die Hände nicht dreckig wären. Das liegt jetzt nicht daran, dass es jetzt irgendwie sehr giftig ist oder sonstiges, sondern einfach nur. Auf der Pimpette, ich habe es gestern gar nicht gemerkt, man kann es vielleicht sehen, steht sogar eine Skalierung, Einheit drauf, dass halt man sieht, wie viel Wasser in der Pimpette ist. Den Ring werde ich jetzt aber auch über Nacht trocknen lassen. Und wenn er morgen sehr gut geworden ist, werde ich ihn morgen in der Show zeigen. Wenn nicht, gibt es vielleicht ein Bild auf Twitter. Oder und. Aber der Herald sagt mir bestimmt, die Zeit ist rum. Werde ich jetzt diesen Flummi und hoffen, dass es mit der Marmorierung funktioniert hat, hier rausholen. Vorsichtig öffnen. Ich würde mal als erstes Ergebnis, man sieht die gelben Striche ein bisschen, als sehr gelungen. Suche jetzt mal vorsichtig, ohne die zweite Delle hier reinzudrücken. Das ist gerade trocknen. Hol schon mal den raus.
Wichtig, nach dem Experiment immer Herdplatte ausschalten. Und auch den Topf von der Platte nehmen. Das lasse ich jetzt noch 2 Minuten stehen. Den versuche ich gerade mit ein bisschen Gewalt rauszugehen. Man sieht, die Marmorierung ist was geworden. Sieht schon fast aus wie unser Logo. Den stelle ich jetzt hier hin. Man merkt auch, er ist wie immer klebrig, wie gestern. Weil man sieht das auch ein bisschen an Handschuhen, ist es klebrig. Stecke das schon mal zusammen. Und entferne in wenigen Sekunden den zweiten. Achtung, das Wasser ist warm. Hier hat die Marmorierung auch sehr schön geklappt. Ist halt eben jetzt quasi eine inventierte Marmorierung. Und ich werde es wohl den Orga-Menschen hier die Flummis schenken als Erinnerung an diesen wunderschönen Vortrag. Die Flummis. So. Bist du dann mit dem Ergebnis zufriedener als mit dem von gestern? Ja, deutlich. Sie haben deutlich mehr Stil und passen mehr in diese Veranstaltung rein. Das gestern war der erste Versuch. Das hier ist schon der zweite Versuch und nächstes Jahr kommt dann die Königsklasse. Magst du in den 2 Minuten, die noch übrig sind, noch was zu deinem Kristallexperiment von gestern sagen? Ja, ich habe auch noch diese, also ich habe das jetzt extra nicht auf die Bühne geholt, den Dino-Experiment und das blaue Wasser. Die müssen noch ein bisschen ziehen, das werde ich morgen sehr ausführlich dann beschreiben, wie weit wir gekommen sind und am letzten Tag dann die verendete Resultate rausholen. Ich habe gestern zwischen meinem Talk und den Lightning Talks, wo die man über Nacht sehen konnte, Nachtschleife, die Kristalle, die grüne Flüssigkeit nochmal erwärmt und das Kristall darin komplett aufgelöst und den Dino dann einfach nur reingesetzt in das Glas. Und wer diese Nacht kann man vermutlich weiter die Kristalle in der Nachtschleife beim Wachsen zugucken. Also alle, denen nachts langweilig ist, die können dann mal auf den Stream gucken. Richtig, die können auch dann sehen, ob die Einhörner noch ein bisschen fester werden oder die Kristalle hier vorne bzw. hier hinten abfallen. Man sieht das sehr gut hinten oder auch hier vorne die Kristalle abfallen. Das kann auch mal nachts passieren. Man sieht schon, dass unten ein bisschen was gewachsen ist. Und ja.